Ich sehe, der Präsident kommt, dann können wir beginnen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 3, die Verpflichtung des hessischen Datenschutzbeauftragten. Und ich begrüße in unserer Mitte ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Alexander Roßnagel. Herzlich willkommen. Ich darf ebenfalls auf der Besuchertribüne seine Gattin begrüßen, Frau Anne Rentorf. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Rentorf. Herr Prof. Dr. Roßnagel wird begleitet, wie kann es anders sein, von unserem geschätzten Landtagspräsidenten Boris Rhein, der nun die Verpflichtung des hessischen Datenschutzbeauftragten vornimmt. Im Hinblick auf die Rechtsstellung und die Unabhängigkeit des hessischen Datenschutzbeauftragten ist das Amtsverhältnis von einer besonderen Stellung, aber auch von einer besonderen Verantwortung geprägt. Ich darf nun den Präsidenten, Herrn Boris Rhein, bitten, die Verpflichtung vorzunehmen. Und danach wird Herr Prof. Dr. Roßnagel kurz zu Ihnen sprechen. Ja, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Prof. Roßnagel, sehr verehrte Frau Rentorf, auch Sie darf ich ganz herzlich heute hier in unserer Mitte als Ehefrau von Herrn Prof. Roßnagel begrüßen. In der 62. Plenarsitzung des Hessischen Landtages haben wir Herrn Prof. Roßnagel zum neuen hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt. Ja, und die heutige Plenarsitzung wollen wir zum Anlass nehmen, die Verpflichtung von Herrn Prof. Roßnagel vor dem Landtag vorzunehmen. Verpflichtung, wir haben uns schon darüber unterhalten, ist ein besonderer Begriff, ein seltener Begriff, aber natürlich der Unabhängigkeit der Stellung auch des Datenschutzbeauftragten geschuldet, weil er nicht in einem Dienstverhältnis oder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu irgendjemandem steht, sondern frei ist und das auch sein soll. Sie, lieber Herr Prof. Roßnagel, wurden am 13. September 1950 in Mannheim geboren. Und das ist eine gute Tradition, denn Sie stehen nicht nur dabei in guter Tradition, dass Sie aus Mannheim kommen, sondern Sie sind ja wie Ihr Vorgänger Professor der Rechte. Und die Frage, was Ihnen an den Rechtswissenschaften so viel Freude bereitet, haben Sie einmal beantwortet mit Ihrer besonderen Begeisterung für die, und jetzt darf ich Sie zitieren, methodisch gezähmte Interessensauseinandersetzung. Und ich finde das eine wunderschöne Umschreibung, die auch ganz wunderbar auf dieses Parlament passt. Denn auch wir hegen große Begeisterung für eine manchmal mehr und manchmal weniger gezähmte Interessenauseinandersetzung im Rahmen unserer Debatten hier im Plenarsaal des Hessischen Landtages. Aber sie passen ja auch aus anderem Grunde sehr gut zu uns hier in Hessen, zu unserem Land. Denn auch darüber sprachen wir schon, als wir uns kennengelernt haben, Ihre herausragende, das glaube ich, kann man schon so sagen, akademische Laufbahn verbrachten Sie eigentlich nicht überwiegend in Hessen, sondern fast gänzlich in Hessen, 9 Jahre als Professor für öffentliches Recht an der Hochschule Darmstadt, von 1993 bis 2019, also wirklich eine sehr lange Zeit, als Universitätsprofessor für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes an der Universität Kassel, wo Sie im Übrigen ja auch von 2003 bis 2011 das Amt des Vizepräsidenten bekleideten. Und die höchst beeindruckende Liste Ihrer Publikationen lässt sehr klar erkennen, dass die akademische Forschung, dass die Forschung insgesamt für Sie nie bloß ein Beruf gewesen ist, sondern dass es wirklich eine Berufung für Sie ist und gewesen ist. 77 Buchpublikationen als Autor, 76 als Herausgeber und stolze 669 wissenschaftliche Aufsätze. Ich bin, wenn man sich das alles vor Augen führt, sehr davon überzeugt, dass Sie ein waches Auge, ja, vielleicht auch ein wachsames Auge darauf haben werden, wie und ob die jeweiligen datenschutzrelevanten Interessen der hessischen Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch das Thema der Informationsfreiheit, ich finde, das ist ein Punkt, den man besonders immer wieder unterstreichen muss, ausreichend Berücksichtigung finden, um ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt zu gewährleisten. Ich habe das deswegen gesagt, das selbstbestimmte Leben in der digitalen Welt, weil um nichts weniger geht es in Wirklichkeit, wenn wir über den Themenbereich reden. Und insoweit darf ich mich sehr freuen, und ich glaube, das tue ich im Namen all derer, die heute hier sind, die Abgeordneten des Hessischen Landtages, dass das Land Hessen mit Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Roßnagel,
eben nicht nur einen der führenden Digitaljuristen Deutschlands für eine der anerkanntesten und auch am meisten renommierten Einrichtungen unseres Landes hat gewinnen können, sondern eben auch einen Charakter, der von vielen ihrer Weggefährten als, und ich darf zitieren, erklärend statt wissenschaftspräsentierend, als überzeugend statt überredend, als Konsens anstrebend statt Dissonanzen provozierend beschrieben wird. Und das gibt mir die Überzeugung, sagen zu können und sagen zu dürfen, dass wir uns freuen, auf viele neue Impulse durch Sie, dass wir uns freuen auf Ratschläge und auf Beratung selbstverständlich, aber wo nötig eben auch Mahnungen und Ermahnungen. Aber wir freuen uns insbesondere auf Sie, lieber Herr Professor Roßnagel. Wir freuen uns auf Ihre Amtsführung, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und insoweit darf ich Sie heute hier herzlich willkommen heißen im Hessischen Landtag. Wir freuen uns, dass Sie unser neuer Datenschutzbeauftragter sind. Herzlich willkommen hier bei uns in Hessen und herzlich willkommen hier bei uns im Hessischen Landtag. Ich darf Sie nun zur offiziellen Verpflichtung zu mir ans Standmikrofon und alle Kolleginnen und Kollegen des Landtages bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben. In der 62. Plenarsitzung des Hessischen Landtages am 10. Dezember 2020 wurden Sie auf Vorschlag der Landesregierung für die Dauer von 5 Jahren zum Hessischen Datenschutzbeauftragten gewählt. Ihr Amtsverhältnis hat am 1. März 2021 begonnen. Nach § 9 Absatz 2 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes verpflichte ich Sie, vor dem Landtag Ihr Amt gerecht und unparteiisch zu führen und die Verfassung des Landes Hessen und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Gesetze getreulich zu wahren. Sehr geehrter Herr Professor Roßnagel, im Namen des gesamten Hauses wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem natürlich auch viel Erfolg im neuen Amt. Bevor ich Ihnen jetzt, eigentlich darf es ja nur die Präsidentin, aber sie hat es mir sozusagen delegiert, bevor ich Ihnen jetzt das Wort erteile, darf ich Ihnen noch ein kleines Geschenk überreichen. Das ist eine Dose aus höchster Porzellan mit dem Hessenwappen. Sie immer daran erinnern, an den Tag der Verpflichtung, die darf ich Ihnen überreichen. Höchster Porzellan selbstverständlich, kommt aus meiner Heimatstadt Frankfurt. Wir nennen es weißes Gold, und das ist sozusagen das Geschenk zum Beginn dieser Amtszeit. Und vielen Dank. Ehefrau, haben wir natürlich noch einen schönen Blumenstrauß, den Sie nachher auch überreichen. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Verpflichtung, mein Amt gerecht und unparteiisch zu führen, sowie die Hessische Verfassung, das Grundgesetz und die Gesetze zu wahren, übernehme ich gern. Sie haben mir durch meine Wahl Ihr Vertrauen geschenkt. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich werde diesem Vertrauen aber nur dann gerecht, wenn ich die mir eben übertragene Verpflichtung erfülle. Nur dann werde ich auch die Zusammenarbeit erfahren, die notwendig ist, um mein Amt wirksam wahrnehmen zu können. Diese Verpflichtung entspricht auch dem Bild, das der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht von einem Datenschutzbeauftragten zeichnen. Der Europäische Gerichtshof sieht den Datenschutzbeauftragten als Hüter der Grundrechte und Grundfreiheiten. Für ihn ist die Datenschutzaufsichtsbehörde keine normale Behörde, sondern übt eine sehr spezifische Aufgabe aus, nämlich die Grundrechte gegenüber anderen Interessen zu schützen. Das Bundesverfassungsgericht stellt dem Datenschutzbeauftragten die Aufgabe vorbeugenden Rechtsschutzes.
Er soll präventiv dafür sorgen, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gewahrt werden. Dies gilt gegenüber allen staatlichen Stellen und gegenüber allen Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Der Datenschutzbeauftragte ist daher nicht dafür da, Daten zu schützen, sondern Menschen in der Ausübung ihrer Grundrechte. Er ist derjenige, der für die betroffenen Personen immer wieder ihre Grundrechte auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung geltend machen muss. Er schützt damit auch weitere Grundrechte, die durch Kommunikation ausgeübt werden, wie zum Beispiel die Entfaltungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Lehr- und Forschungsfreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Berufsfreiheit und viele weitere Freiheiten. Sie können nur ausgeübt werden, wenn die Bürger und Bürgerinnen nicht befürchten müssen, dass ihr Handeln in Daten abgebildet wird, die später gegen sie verwendet werden. Dies gilt auch für das demokratische Engagement und die demokratische Willensbildung. Ohne informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz ist keine freie und lebendige Demokratie möglich. Der Datenschutzbeauftragte muss also in Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren und in Wirtschaftsabläufen immer wieder die Notwendigkeit des Datenschutzes betonen. Seine Aufgabe ist daher auch, ab und zu unbequem zu sein. Auch ich werde immer wieder auf Datenschutzaspekte hinweisen müssen. Ich werde dies aber nicht tun, um sinnvolle Projekte, Verfahren oder Geschäftsmodelle zu verhindern. Ich wurde eben nämlich auf die gesamte Rechtsordnung verpflichtet. Diese schützt auch andere öffentliche und private Interessen. Meine Tätigkeit zielt daher immer auf eine konstruktive Lösung, allerdings eine, die den Datenschutz berücksichtigt. Notwendig sind Lösungen, die zu einer datenschutzgerechten staatlichen Aufgabenerfüllung führen und zu datenschutzgerechten Geschäftsmodellen. Die Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten ist daher gestaltungsorientiert. Datenschutzgerechte Gestaltung von Verarbeitungsvorgängen ist dann ohne große Probleme möglich, wenn die Datenschutzanforderungen schon frühzeitig, etwa in der Konzeptions- und Planungsphase, bekannt sind und für sie gemeinsam Gestaltungslösungen entwickelt werden. Frühzeitig Datenverarbeitungsprozesse zu gestalten, ist immer besser, als nachträglich mit Geh- und Verboten zu arbeiten. Ich werde daher versuchen, durch Sensibilisierung und Beratung mein Gestaltungswissen möglichst frühzeitig in IT-Projekte einzubringen, um sie in gesellschaftlich und rechtlich akzeptabler Weise zu ermöglichen. Aber die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auch darauf verlassen können, dass ich Missbrauch personenbezogener Daten aufkläre, verhindere und sanktioniere. Datenschutz behindert wichtige Projekte nicht. Ich würde dies gern am Beispiel Corona erläutern. Derzeit wird in nahezu jedem einschlägigen Leitartikel und in jeder Talkshow behauptet, Datenschutz behindere eine effektive Bekämpfung der Pandemie und müsse stärker zurückstecken. Genau das zurückgesteckt haben die Datenschutzbeauftragten schon mehrfach. Im ersten Lockdown haben viele Verantwortliche nach den nächstbesten digitalen Möglichkeiten gegriffen, um trotz Abstandsgebot das soziale und berufliche Leben aufrechtzuerhalten. Datenschutz stand dann nicht im Vordergrund. Die Datenschutzbeauftragten konnten viele der angewendeten Videokonferenzsysteme und Homeoffice-Verfahren nicht gutheißen, haben sie aber bis heute geduldet. Ein weiteres Beispiel ist der Zwang, sich in Restaurants und Veranstaltungen in Gästelisten eintragen zu müssen. Ein tiefer Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, der aber für die Kontaktverfolgung notwendig ist und von den Datenschutzbeauftragten akzeptiert wurde. Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass das Datenschutzrecht die für die Pandemiebekämpfung erforderliche Datenverarbeitung bereits erlaubt. Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe D
der Datenschutzgrundverordnung ist sie zulässig, wenn sie erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen zu schützen. Und der Erwägungsgrund 46 der Datenschutzgrundverordnung nennt dafür als Beispiel ausdrücklich die Überwachung von Pandemien. Wenn Impfen, Testen und Kontaktverfolgen nicht wie gewünscht funktionieren, ist dies nicht die Schuld des Datenschutzes. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach darauf hingewiesen, dass Datenschutzbeauftragte notwendig sind, um Informatisierung und Digitalisierung zu ermöglichen. In vielen Fällen sei es die Datenverarbeitung trotz ihrer Grundrechtsrisiken nur deshalb als akzeptabel an, weil sie von einem Datenschutzbeauftragten beaufsichtigt wird. Ohne ihn hätte das Bundesverfassungsgericht viele Datenverarbeitungen verbieten müssen. Ebenso sieht es Artikel 1 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. Diese Verordnung verfolgt zwei Ziele, nämlich Datenschutz und Datenfluss. Genauer, der freie Verkehr der Daten soll in der Europäischen Union möglich sein, weil die Grundrechte ausreichend geschützt sind. Und dies sieht die Datenschutzgrundverordnung nur durch unabhängige Datenschutzbeauftragte gewährleistet. Dies führt mich zu meiner letzten Bemerkung. Wir erleben gerade durch die Pandemie beschleunigt eine Digitalisierung aller Lebensbereiche. Ihre Ausprägungen in Form von elektronischer Verwaltung, elektronischer Geschäftsprozesse, elektronischer Gesundheitsdienste und vieler weiterer elektronischer Verfahren wird von den Bürgerinnen und Bürgern nur dann angenommen und unterstützt, wenn sie den Institutionen des Staates und den beteiligten Unternehmen vertrauen können. Ein zentraler Vertrauensfaktor ist der Datenschutz. Digitalisierung wird nur dann gelingen, wenn sie datenschutzgerecht erfolgt. Hierzu möchte ich die nächsten 5 Jahre beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Rossnagel. Ich denke, unsere Grundrechte sind bei Ihnen gut geschützt und der Landtagspräsident wird Sie genauso gut wieder rausbringen, wie er Sie reingebracht hat. Auf gute Zusammenarbeit.